So. Oh, die Summe, die. Wir haben jetzt wieder 40.000 verloren. Aber gut, weil die da Probleme haben momentan. Ja, ich verstehe aber auch nicht, warum ihr nicht erst die Cops abgeschüttet habt, bevor ihr rausgefahren seid. Ja, Waren weil ja eigentlich. nicht im Kanal, die waren es ja direkt oben bei der Lästerfabrik hoch reingefahren. Ja, wir eigentlich auch. Wir haben es dann Gott sei Dank über die Bahnschienen irgendwie geschafft, wegzukommen. Und auf die Bahnschiene War unter eine jemand Brücke schon auf gestellt. meinem Weg? Warum heilst du mich denn auch nicht? Ich hab mich geheilt. Das hat nichts mit Heilen zu tun. Ihr hättet einfach nur mal, dass wir kein Zeitlimit haben, aussitzen müssen, um in der Stadt die abzuschütteln. In die Kanalisation fahren oder so. Ja. Irgendwas machen. Nicht Rücken. erst hier rausfahren, in die Hügel. Das war der Fehler. In den Hügeln hast du keine Chance mit 5 Sternen. Vergiss es, weil die Helis sind, die finden euch so instant. Ihr müsst Wir ja hatten ja nur. nur 4 Sterne auf einmal. Oder vier Ja, Sterne. aber Selbst bei trotzdem, vier wir haben Sternen. kein Zeitlimit, Leute. Nutzt doch die. Macht das doch mal in Ruhe. Ihr seid alle viel zu hektisch. Ja, alles gut. Wir kriegen das schon irgendwie noch hin. Mein gefühlt beim 10. Versuch, aber irgendwie kriegen wir schon immer hin. Kanal. Gehen wir direkt im Kanal. Ja, wir stellen uns gleich hintereinander in die Kanäle. Für den Fall, dass wir die Cops erstmal los haben. Da ist noch ein Spinner. Ja, einer von denen steht noch da. Jetzt nicht mehr. Aber Vorsicht, hier unten sind auch noch mal welche. Wie gesagt, ich bin direkt hier links runter unter den über den Zaun. Dann hast du vielleicht ein bisschen Ruhe. Alter, der lebt immer noch, das hier. Ja, die sind auch schwer gepanzert. Das ist Nuseinheit, das sind Spezialeinheiten. Die lassen sich von ein paar Kugeln nicht aufhalten. Die kommen von oben, wir sind hier unten. Nicht darunter! Nee, doch! Doch. Komm. Thomas, bei Markus ins Auto, es rotet. Wir fahren gleich hinter uns im Kanal rein. Hinter uns. Hinter uns? Was? Jetzt gleich einen Eingang. Okay. Okay, wir sind ein bisschen weiter hinten in den Kanal rein, aber alles ist gut. Ich würde jetzt auch was sagen, bevor wir rausfahren, bleiben wir hier unten stehen, dass wir die Cops erstmal los haben. Dann haben wir wirklich Ruhe. Ja, aber dafür müssen wir erstmal an eine Stelle kommen, wo dann auch das anfängt zu blinken. Richtig. Das sollte aber jetzt gleich irgendwann passieren. 3 Sterne. Wir müssen auf Zeit spielen. Hier kommen keine Cops. Das schluckt dich nicht, Yvonne. Hab ich doch schon. Wenn der schafft, doch einen Stern wegzukriegen. Dann darfst du halt nicht so viel in den Mund nehmen, Yvonne. Ich hab nur was getrunken. Irgendwie blinkt das immer noch nicht wieder. Wir sind immer noch gesehen. Warum auch immer. Und hier ist schon wieder Ausgang. Jetzt blinkt's. Leute, bleibt mal stehen bitte hier unten. Bei mir nicht. Okay, bei uns schon. Jetzt. Jetzt, spielen, jetzt, jetzt, jetzt. Wir spielen jetzt voll auf Zeit. Wir haben Zeit genug.
Und da war irgendwo noch der andere über Zugang im Casino. Ich weiß nicht, wie ich da das Foto hinkriege. Jetzt ist weg. Habt ihr weg? Nee, noch nicht. Okay, wir warten noch einen Tick Moment. Fahren wir hier gleich geradeaus raus oder zurück? Jetzt ist weg. Okay, auf geht's. Ich muss ausweichen, ich bin Liebling der Polizei, aha. Hier rechts hoch, oder was? Weiß? Na, ich würde einfach zurückfahren. Links sollten. Darf ich fahren dann? Ich kann einfach geradeaus fahren. Ich kann zurück in die U-Bahn nicht verstehen. Im Bereich. Ja, ich kann die Fälle dazu aufnehmen. Da verbringt die Yvonne ihr halbes Leben in GTA drin. Ja, ich hab versucht, die Fälle zu klopfen. Ihr seid links raus, oder was? Ich bin umgedreht und fahr dort, wo wir reingefahren sind, wieder raus. Hört auf, Baby, Pennywise. Die verbringt ihr halbes Leben hier drin. Okay. Ach so, sie ist der Mythos, von dem alle in der Kanalisation reden. Genau, sie wohnt da unten. Wir sind im U-Bahn-Schacht. Ich hab schon wieder Sterne, ey. Oh, das ist doch. Das Ding, krass. Das rutscht übelst über die Vorderachse. Das ist nicht ganz einfach. Da kann man nichts machen. Sorry. Leute. Ich höre die ganze Zeit nämlich den Herz klopfen. Ich wollte rausfinden, was es ist. Hab's aber irgendwie noch nicht gefunden. Die Frage ist immer, ob auf der richtigen Seite. Das ist der Mythos, von dem ich gesprochen habe. Ja, das ist irgendwie so ein Rattenmann hier leben soll, ne? Angeblich, ne? Ja. Wie ich es verstanden habe. Okay, wir sind also richtig raus. Zurück geht auf jeden Fall nicht, weil da kriegst du sofort wieder 5 Sterne. Okay, ne, wir sind quasi jetzt durch den U-Bahn-Schacht raus. Wir stehen jetzt in der Stadt unten. Dann war unser Weg doch der richtige. Kommst du da hoch? Ich will mal kurz auf Toilette, da passiert ja nichts hier. Nee, wir sind so ziemlich safe eigentlich. Wie sieht das bei euch aus? Ich bin noch mal reingefahren, warte jetzt, bis die Sterne wieder weg sind und dann gucke ich mal. Du bist also rechts so lang, ja? Ja, und dann durch die U-Bahn. Und dann kommt immer eine Sackgasse, da geht's aber links hoch. Da geht's quasi über den Bürgersteig oder fährst unten durch die U-Bahn-Schacht raus. Und dann, wenn ihr da seid, links nochmal. Dann landet ihr quasi 5 Kilometer vom Ziel. Jetzt ist weg. Ich hab's. Ja, weg. Naja, wir sind links raus, genau. Links. Wo wir eben dran vorbeigekommen sind, ist eine Action. Und dann kommt ihr quasi rückwärts den Weg, den damals Michael und so in der Story-Mission gefahren sind, weißt du? Dann fahrt ihr unten durch den U-Bahn-Schacht einfach wieder raus. Dann müsste das eigentlich gehen. Ich habe jetzt hier einen Weg gefunden. Okay. Ah, jetzt ich weiß, wo ich bin jetzt. Jetzt ist gut. Ja, ja. Bin jetzt an der Autobahn. Okay. Ja, gut. Sorry. Ich bin jetzt da rausgekommen, wo ich mich immer gern sonst verstecke, hier bei dem U-Bahn-Dings, wo sie bauen an der Autobahn. Ja, genau, das meine ich. Das ist ja rückwärts der Weg, den, wie gesagt, Dings fährt. Den Michael fährt, den die in der Story-Mission fahren, wo die den Juwelier ausrauben. Wir haben noch 600 Meter oder so. So, wir sind da. Wir kommen auch. Okay, sehr gut. Was habt ihr denn noch? 3,0. Ah, okay, perfekt. Genau. Das ist aber so ein kleines Seitengästchen hinter dem Villa.
Das ist nicht direkt auf diesem Parkplatz, sondern der. Ich weiß, Kev, ich saß gerade eben. Ach stimmt, du warst ja bei mir eben mit dem Auto, ja. Nee, alles gut, dann habe ich nichts gesagt. Zwei. Boah, das Ding hat übelsten Vorderradantrieb. Das geht. Der gelbe. Wie die meisten kleinen Wagen. Okay. Ja, der hat aber übelst viel Power auf der Vorderachse. Und das ist das Nervige. Gerade wenn du unten auf den Schienen fährst. Bremsen ist eher das Problem. Ja, das ist auch. Da sind wir. Ernsthaft? Perfekt. Aber ich glaube, ich werde mir die Karre kaufen. Spaß, irgendwie... Also tatsächlich ist ja relativ cool. Ist ein alter Honda Civic, glaube ich. Ah, endlich geschafft. Was ein Krampf. Bronze dafür? Für was? Was hast du groß getan, dass du Platin hast? Ach, alles gut. Sie ist eine Frau, sie wird bevorzugt behandelt. Ja. 171.000, naja. Nicht schnell neu starten. Das habe ich verkackt, ja. Diesmal. Das haben irgendwie alle verkackt. Nee, ich habe die ersten zwei Tode. Die ersten drei Tode eigentlich so ein bisschen zu verantworten. So, dann machen wir jetzt mit dem anderen weiter. Würde ich sagen, ja. Wir wollen uns gleich einladen. Ja, machen wir hier sofort. Ah, jetzt sind wir voll auf einer anderen Lobby. Nein, ist nämlich gerade gestorben. Bei mir. Ach, hast du auch gelesen, dass jemand gestorben ist? Ne? Wing Commander oder so hieß der. Ja, bei mir auch. Ja. Oh Gott, ich stehe immer noch da, die Cops. Ich dachte, ich ändere mal mein Kleid. Ich hab das Video, wo man merkt wieder, dass Kev auf einer Kostümfetischparty war. Er hat das Polizeioutfit an. Er war der Polizeistripper. Ja, ich verdiene wenigstens gutes Geld. Und ihr macht mich aus wie ein Geheimagent. Geheimagent? Ich hab diesen Geheimagent mit diesem Mantel da. Und ich lauf geschützt. Vor allem, die wollen so im Hintergrund. Wir sollten gehen, die wollen poppen. Die wollen jetzt. Die wollen jetzt ein bisschen Spaß haben. Wir gehen jetzt mal lieber. Oh, ja. Oh, oh, oh. Was? Und dann noch eine Asiatin, Lester. Ja, der hat Geld, hundertprozentig. Mit den ganzen Überfällen kann er sich die leisten. Diesmal sind der Titel so rauf, ne? Da könnte er sich aber auch mal einen Friseur und ein neues Outfit leisten, finde ich. Ja. Der könnte so einiges. So. Ja, für ein paar Spiele zugekommen, also drei, ne? Aber nichts Schlimmes, nichts Schlimmes. Jo, Hilfe. Lassen Sie sich benehmen oder was, ne? Ja, wir sind nur zu. Schnell Geld lagern auf jeden Fall. Oh ja, Kohle einzahlen, weil die. Steht einer von euch hier gerade neben mir oder ist das jemand anders? Das bin ich. Okay. Mit dem Roller oder was? 173.000. Ja, ich bin das im Go-Kart. Ach, im Go-Kart. Ich habe nur kurz irgendwas gerade vorbeifahren sehen noch. Ich bin nämlich im Links drin. Das Ding gibt's kostenlos, Kev, den kannst du dir auch holen. Okay. Ich mach mit. Ja, ich kaufe den. Bei South San Andreas Dingsbums da. Ja, hab ich schon gesehen. Denk als erstes. Ich kaufe den jetzt. Den kannst du sogar tunen. Okay. Das ist nicht das Auto, was ich bestellt habe. So, dann... Habe ich mir mein Auto gerade geholt? Mein Mannings? Ich will aber den.
Ah, der Golf, 1,28 Millionen, hier steht da ja. Hast du ja letztes Mal gesagt. Aber ich zurück. Ne? Ich find's nur lustig, ich hier gerade mit meinem Kaschmirmantel im Go-Kart. Aber hier gibt's einige neue Autos, ne? Auch ziemlich bekannte Autos, wenn ich ehrlich bin. Die Honda Civic hier, den wir gerade hingefahren sind. Dann der neuere, der daneben steht. Unten drunter steht der Skyline. Viel Mercedes-Kram, hier wieder Pfälzer zum Beispiel. Ja, BMW, klar. Ach, hör auf, du unten hinter mir. Den gibt's schon länger. Dann OB, Audi. Den bin ich okay. Ein Audi gibt's ja hier nachdem schon sehr lange. Ach Thomas, du bist ja wieder Geld wert, wie ich sehe, ne? Moment, halt. Wer ist Geld wert? Thomas! Vor allem, wie sie beim Audi-Logo einfach nur die Hälfte weggeschnitten haben, ganz überfällig. Ich hole mir jetzt Kohle. Komm mal her, hier, Thomas. Komm mal her, hier, Thomas. Oh Gott, so gut. Ah, geht schon wieder gut, Alter. Yvonne, lädst du uns dann zu deiner Firma? Ja, ich muss mich erstmal registrieren. Registrieren, ja, ich muss das erstmal an. Yvonne muss ich erstmal registrieren, damit wir auch finden, wo sie ist. Ja, das ist so assi sein. So geil! Ich bin gerade mit dem Go-Kart auf den Verkehrsinsel zugefahren, auf einmal hebt das Ding ab. Ist man irgendwo überhaupt? Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde LexCorp klingt immer wie so eine Porno-Firma. Dieser Film wurde gedreht von Lex Corporation. Ja gut, der Name. Heißt ja einer doch auch bei Superman. Aber ich, mit dem Nachnamen bei Facebook und alles drum und dran erklärt sich das auch, warum. Bei Yvonne. Der Name. Wo ist denn mein verdammtes U-Boot? Diese Randfordern oder was, ey? Hauptsache. Wie witzig das einfach aussieht. Ich habe mir das Ding auch noch gerade geholt. Aber ich überlege noch, ob ich mir einen der beiden neuen Autos noch kaufen soll. Ich meine, ich habe jetzt wieder ein bisschen Kohle. Ich bin nur ein bisschen rumgefahren. Komm mal. Das Boot ist doch direkt neben so einem Gegner, ne? Ey, oh, das brennt! Oh, das gibt Action. Da wird jetzt gleich alles hochgehen. Der Verkehr, oder? Kriegen wir den noch irgendwie? Also es hält auf jeden Fall nicht viel aus. Aber es brennt noch, es tut noch nichts der Sache. Ich muss ganz... Du brauchst aus der Karre, jetzt weißt du mir. Du fährst mich an, ich klau dir deine Karre. Der kannst du nämlich nicht mehr anfahren, ey, du. Keine Weile dauern, bis ich da mal irgendwo ankomme, ne? Naja. So. Ach, das Ding explodiert wohl gar nicht. Es brennt nur. Ich kann aber auch nicht mehr einsteigen. Hin. So, ist Autos gekauft. Was habt ihr eigentlich gegen mein Käfer? Das war einer meiner ersten Crew-Fahrzeuge. Wer? Der Wagen, der heute stand, der rosane. Okay. Aber jetzt ist der Guck gerade irgendwie weg, Markus. Ja, weil ich es gerade bei der Versicherung gemeldet habe. Na gut, aber du wirst es selber zahlen müssen, gehe ich mal von aus. Nö, war null. Okay, hast du Glück gehabt. So. Wo fährt er denn hin jetzt? Ach, da vorne. Auf dem Hollywood Boulevard. Ich oder was? Ja. Ja, warum? Weil ich jetzt hinterherkomme.
Mit was? Mit dem Go-Kart. Ja, du kommst doch nicht hinterher, vergiss es. Warte mal.